Basti, ich bin in Sachen Wärmeisolation ein wenig überfordert. Es gibt synthetische Materialien, die aus recycelten Fasern entstanden sind. Dann gibt es die Daune. Und in den ganzen Outdoor-Zeitschriften lese ich immer von einer Wollisolation namens Lavalan. Ist das die neue Verheißung am und im Markt? Ja, Lavalan ist wirklich neu. Kommt von Lavalan Sports. Mhm. Und das ist eine neuartige Schurwolle. Und das ist schon was Neues, ja, da hast du schon gut aufgepasst. Und was ist dir der wesentliche Unterschied zwischen einer Schurwolle und so einer Daune oder auch Kunstdaune? Bei der Schurwolle hast du einfach wirklich den Vorteil, dass sie viel Feuchtigkeit aufnehmen kann und die auch wieder schnell trocknet. Im Gegenteil zum Baumwolle zum Beispiel, die dann nass bleibt. Also bist bei dieser Schurwolle immer auf der Haut schön trocken. Das ist wirklich ein großer Vorteil, gerade am Berg, wenn du einfach sportlich unterwegs bist. Mhm. Eine Frage, die ich mir dann immer stelle, kann ich eigentlich alles in die Waschmaschine reinpacken? Alle Jacken, geht es? Oder muss ich da bei einer speziellen Gruppierung aufpassen, die ich auf gar keinen Fall in die Waschmaschine packen darf? Waschen kannst du alles, aber halt immer speziell mit Waschmittel und verschiedenen Programmen. Da musst du schon drauf achten. Alles zusammen geht nicht. Das Lavalan, das hört sich für mich super spannend an. Sag mir doch, wenn ich eine neue Jacke kaufen möchte, was habe ich davon, wenn ich eine Lavalan-Jacke kaufe? Das fängt schon an, dass dieses Lavalan Sports, dass sie ganz anders produzieren. Die achten auf die Aufzucht der Schafe. Also diese Lavalan-Wolle ist erstens mal eine Schafschurwolle und die achten auf die Aufzucht der Schafe. Die überwachen auch die Prozesse, wie die Schafe geschoren werden, dass das möglichst schonend und pflegend funktioniert, dass die Tiere da auch wirklich nicht leiden drunter. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann ist das Material an sich selbst sehr, sehr gut und hat sehr, sehr viele Vorteile und sehr gute Eigenschaften. Erklär mir doch mal anhand der Meyer Sportsjacke, lieber Basti, wo dieses Lavalan drinsteckt. Das ist die Carus Wool Jacke von Meyer Sports zum Beispiel. Das ist die Isolierung und wo man es halt sehr, sehr gut sieht, weil die Isolierung ist, die Wattierung ist ja innen. Und hier hinten am Rücken kannst du auch gleich merken, das fasst sich anders an. Also das ist eine richtige Schurwolle und da kannst du sie auch wirklich sehen. In der Isolierung ist sie auch nochmal mit drin. Ich kann es nur von 10 Sekunden sagen, aber es fühlt sich super flauschig und super angenehm zum Tragen wahrscheinlich an, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast da sehr, sehr viele Vorteile. Wenn du aktiv am Berg bist, dann ist das Klimamanagement in dieser Jacke wirklich gut. Du fängst nicht zum Schwitzen an. Die Jacke kann über dieses Material die Feuchtigkeit aufnehmen und schnell nach außen transportieren. Ich bin ein Typ, der, wenn ich am Berg bin, doch ganz schön schwitzt. Was passiert denn, wenn ich die Jacke anhabe? Was passiert dann mit meinem Schweiß? Wohin geht der? Das Material hat den Vorteil, aufgrund der Struktur der Schurwolle geht die Feuchtigkeit nach außen. Und dadurch bist du auf der Haut nicht nass und das Material kann sehr schnell trocknen. Also die Struktur der Wolle hilft dir dabei, dass du immer trocken bist, dass dein Schweiß, wenn du aktiv bist, nach außen transportiert wird und hier dann auch gerne durch den Wind, der außen dran ist, abtransportiert werden kann. Dank deiner Erklärung weiß ich jetzt, was die Jacke innen kann. Bitte sei doch so lieb und erklär mal, was die Jacke außen kann. Durch die spezielle Oberfläche der Jacke ist die Jacke windabweisend. Das heißt, dass wenn du zum Beispiel auf eine freie Wiese kommst, aus dem Wald raus, geht ein bisschen Wind oder du bist am Gipfel, dann geht da der Wind nicht durch, das kühlt dich nicht aus. Das ist praktisch ein Windabweiser, dass du da einfach wirklich geschützt bist vor Wind. Und sonst? Kannst du bei der Jacke auch sehr gut sehen, dass zum Beispiel unter den Armen ist so ein Stretch-Material verarbeitet. Genau, kannst du mal ziehen, dass sie auch da sehr, sehr elastisch ist, dass sie in der Bewegung sehr, sehr gut funktioniert. Also da ist es wirklich sehr, sehr schön und die Beschichtung ist auch PFC-frei hergestellt, ökologisch wie das Material innen auch. Die Frage aller Fragen, wer braucht so eine Jacke? Jeder, der draußen unterwegs ist, gerne im Berg, der outdoormäßig gern die Aussicht genießt am Gipfel oder vielleicht auch einfach nur frühs mit dem Hund ein Stück durch den Wald geht. Also jeder, der gern draußen ist und viel draußen ist, kann diese Jacke toll tragen. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich immer dachte, Meyer Sports hätte nur eine Kernkompetenz in Sachen Wanderhosen. Nun auch in Wanderjacken? Auf jeden Fall, 100%. Das hört sich doch ganz gut an. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Meyer Sports Produkte, dann geht doch bitte zu eurem nächsten Sport 2000 Händler in eurer Umgebung.